Persönlich habe ich das mit der pandemischen Lage eigentlich als gut empfunden. Wenn man das durch andere Gesetze regeln kann, soll mir das auch richtig sein. Womit man aber aufhören muss, ist, dass sich jemand hinstellt und sagt, mit mir wird es nie eine Impfpflicht geben. Mit mir wird es nie einen Lockdown geben. Diese apodiktischen Nie-Aussagen sind einfach falsch. Es wird Situationen geben in absehbarer Zeit, wo man manchmal lokalisiert, manchmal vielleicht in einem ganzen Bundesland, manchmal vielleicht auch, und Gott möge das verhüten, in der ganzen Bundesrepublik, solche Maßnahmen wird machen müssen, damit wir diese Pandemie einfangen. Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das Zweidrittel der Geimpften bestimmen und uns diese ganzen Maßnahmen aufoktroyieren. Tyrannei? Ja, ich benutze bewusst den Begriff der Tyrannei, denn in Ländern, in denen 97% geimpft sind, wie in Portugal, gibt es all diese einschränkenden Maßnahmen nicht mehr, weil man sie nicht mehr braucht. Auch immer die Adressen hat, muss einladen. Es muss direkt ein Termin drin stehen. Es gibt sehr schöne Arbeiten von der Cornelia Beetsch aus Erfurt, die das ganz lange nachverfolgt hat, die immer wieder gesagt hat, einen Impftermin einfach verteilen. Das ist ein einfaches verhaltenspsychologisches Ding, das man machen kann. Das wirkt sehr, sehr stark. Dann kommen die Leute eher. Was wir gemacht haben, ist zu sagen, wir brauchen einen rechtssicheren Schutz. Das ist genau der Punkt. Es geht ja nicht darum zu sagen, wir brauchen irgendwie keine Corona-Maßnahmen mehr. Aber angesichts der Tatsache, dass 2/3 geimpft sind, muss man jetzt zu Maßnahmen kommen, die ausreichend sind, die hilfreich sind und die dafür sorgen, dass sie auch nicht von Gerichten gekippt werden können. Das wäre nämlich meine größte Sorge, dass wir dann in eine wirkliche problematische Situationen kommen, Gerichte kippen Maßnahmen und dann geht es das hin und her weiter. Deswegen klare Verabredung. Am Donnerstag wird sich der Bundestag in erster Lesung damit beschäftigen. Deswegen verweigert sich auch niemand. Und ich hoffe, dass der Bundesrat dann innerhalb der kommenden Woche sich ebenfalls damit beschäftigt und wir zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Mir reichen die Maßnahmen deswegen nicht. Es ist wahr, dass natürlich in diesem Entwurf, so wie er sich jetzt andeutet, einige Grundmaßnahmen drin sind, aber die werden nicht ausreichen. Wir brauchen tatsächlich mehr 2G. Wir machen das jetzt in Bayern auch stärker, mehr 2G. Wir brauchen 3G am Arbeitsplatz und wir müssen so schnell wie möglich gemeinsam entscheiden, nämlich wie wir die Drittimpfungen durchführen können, auch die Wiederbelebung revitalisieren. Der Impfzentren ist dringend notwendig und deswegen wäre das Wichtigste jetzt auch gewesen, ein Bund-Länder-Gespräch. Und ich verstehe nicht, warum es keine MPK gibt. Die sind manchmal anstrengend, aber das ist deswegen das Beste, nicht einfach nur auf den Bundesrat zu gehen, das gehört auch dazu, aber so ein Gespräch zu haben, weil die Praktiker auch zusammensitzen. Und deswegen wundert mich die Verweigerung, eine MPK nächste Woche zu machen. Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt eine wichtige Beratung. Was rauskommt beim Gespräch, weiß man nie, aber dass wir mehr machen müssen, als nur Abstände zu definieren und Maske zu regeln. Wir brauchen auch massiven Ersatz für die Krankenhäuser. Das alles fehlt. Wir brauchen tatsächlich klare Regeln zum Thema Impfpflicht zum Beispiel. Wir werden als Deutscher Pflegerat keine Impfpflicht einfordern können, nur für Pflegende, weil wir hier den Fokus auf Pflegende, die dann als Pandemietreiberinnen gelten, weil sie dann nur als Einzige ins Visier genommen werden, das können wir so nicht stehen lassen. Wir brauchen, wenn aber wir, Sie wollen die doch gar wir nicht, wir wollen die auch nicht, wir wollen die Impfpflicht für alle. Dann gehen wir damit. Okay. Wenn alle Menschen in diesem Land verpflichtet dazu werden, geimpft zu sein, dann werden die Pflegenden hier natürlich mitgehen. Wenn wir aber nur den Fokus auf die Pflegenden richten, dann sind wir hier im Fadenkreuz. Und wenn gesagt wird, die sind nicht geimpft, übrigens sind 90% nach den im Oktober die letzten Zahlen, 90% der Pflegekräfte in den Kliniken sind geimpft. In den Kliniken? In den Kliniken. Und wir in den Pflegeheimen haben wir keine validen Zahlen.